Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute zerlegen wir gemeinsam den Vergaser von dem Aprilia Leonardo 125. Bevor wir richtig loslegen, schauen wir erstmal, was benötigen wir an Werkzeug. Ich habe hier verschieden große Schlitzschraubendreher auf dem Tisch, einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2, einen 8 mm Gabelringschlüssel, eine kleine kräftige Taschenlampe und eine Spitzzange. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Und außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Freunde, los geht's. Ihr braucht jetzt den Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2 und da gibt es hier und hier eine Kreuzschlitzschraube, die bitte lösen und ganz herausschrauben. Das mache ich jetzt und dann können wir hier den Deckel abnehmen. So. Schrauben lege ich kurz beiseite. Den Deckel könnt ihr jetzt hier gerade nach oben abnehmen. Dieses Messingröhrchen ist der Überlauf. Ja, wenn es also zu voll dort drinne wird, dann läuft über das Messingröhrchen der überschüssige Kraftstoff ab, wenn also das Schwimmernadelventil klemmt zum Beispiel. Ja, und dann können wir hier direkt loslegen. Als erstes würde ich den Schwimmer demontieren. Da seht ihr hier diese kleine Kreuzschlitzschraube, die hält den Stift, auf dem sich der Schwimmer hier hoch und runter bewegen kann. Diese Schraube kommt zuerst raus. Hier mit einem kleinen Druck von oben arbeiten und einem Ruck zum Lösen. Oh, die ist ganz schön lang. Schraube ist draußen. Und dann könnt ihr den Schwimmer hier gerade nach oben abnehmen. Der Stift kann jetzt heraus, oh, dass er den nicht verliert. Oh, und jetzt ist das, was ich eigentlich zeigen wollte, schon runtergefallen, nämlich das Schwimmernadelventil. Ich zeig's euch mal. Also die Schwimmernadel, ja. Das ist die und da ist dieser kleine Drahtbügel dran. Und der Drahtbügel, ich hänge es nochmal kurz an, dass ihr das seht. Der Drahtbügel ist hier auf dieser kleinen Blechlasche aufgefädelt. Ja, so hängt es da dran und dann kann man das hier eben vorsichtig anfassen und hier nach vorne herunterziehen. Das legt ihr beiseite. Und dann brauchen wir jetzt einen Schlitzschraubendreher, um hier oben die Hauptdüse zu lösen. Das ist die, die hier ganz oben zu sehen ist. So, auch mit einem kleinen Ruck. Bitte nehmt keinen zu kleinen Schraubendreher, dabei kann man diese Hauptdüse schnell beschädigen. Lege ich auch beiseite. Als nächstes benötigt ihr den 8 mm Gabelringschlüssel und könnt jetzt hier den Düsenstock der Hauptdüse, das ist dieser, hier lösen und ebenfalls herausschrauben. Das geht hier auf dem ersten Stückchen ein wenig schwer. Der hat hier einen O-Ring mit drauf, die Größe vom O-Ring und selbstverständlich auch die benötigten Teile, also das Schwimmernadelventil und die Schwimmerkammerdichtung und die Düsen, findet ihr wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Einen kompletten Satz gibt es für diesen Vergaser nicht, aber ihr könnt euch das problemlos zusammenstellen. So, da hatten wir jetzt also den Düsenstock draußen und dann schaut mal bitte hier. Hier etwas tiefer drinne, da sitzt die Leerlaufdüse. Ja, da braucht ihr also einen 4 mm Schlitzschraubendreher. Der passt hier genau rein. Und auch mit ein wenig Druck von oben und einem kleinen Ruck kann ich hier also die Leerlaufdüse herausschrauben. Die sieht hier so aus, bitte sehr. Und damit hätten wir die Düsen schon alle draußen. Als nächstes geht es weiter mit der Leerlaufgemischschraube. Ein kleiner Hinweis noch zu diesem verpressten Schwimmernadelventilsitz. Den könnt ihr polieren und wie das geht, dazu findet ihr auf unserem Kanal ein separates Video. Müsst ihr mal schauen. So, jetzt also tatsächlich weiter mit der Gemischschraube. Die sitzt hier vorne. Ja? Hier ist die Ansaugseite, hier ist die Luftfilterseite. Hier in diesem kleinen Schacht sitzt die Gemischschraube. Ihr könnt jetzt, wenn ihr das möchtet, zählen, wie weit war sie draußen. Also man zählt die Umdrehung, wie weit kann ich sie jetzt reinschrauben, um das aktuelle Setup sozusagen zu haben. Ich würde euch aber dazu raten,
mit der Grundeinstellung nach Werksvorgabe zu beginnen, nachdem ihr den Vergaser gereinigt und zerlegt habt. Diese Grundeinstellung, also die Einstellung der Leerlauf-Gemischschraube und auch der Schwimmerhöhe, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, die Schraube ist jetzt hier rausgeschraubt. Ich lasse die hier mal vorsichtig rauspurzeln. Schaut mal, das ist diese hier mit dieser Spitze. Und da gibt es jetzt aber noch ein paar andere Bauteile, die dort noch in diesem Schacht sitzen. Und manchmal kommen die mit raus, manchmal bleiben die auf dieser Schraube hängen, manchmal auch nicht. Und für den Fall, dass nicht, nehmt ihr euch einfach hier so eine Büroklammer, ja, und biegt euch daraus einen ganz kleinen Haken. Sieht man? Super, Dankeschön. Und jetzt könnt ihr hier das Angelspiel spielen. Jetzt kommt hier noch eine Feder. Oh, da hat jemand die Feder vergessen. Also, so gehört das hier hin. Ich hole mal noch eine Feder, dass ihr das seht, wie das richtig aussieht. Es geht gleich weiter. So, guckt mal, die war tatsächlich drin, aber die ist da rausgefallen. Die hat sich hier reingeklemmt, also die kam ein bisschen schneller raus, als ich dachte. Oder vielleicht beim Ausschütteln der Schraube. So, habe mich schon gewundert. So sieht das hier normalerweise aus. Das ist die korrekte Reihenfolge. Ihr habt also hier die Schraube, darauf sitzt eine Feder, dann diese Scheibe und der kleine O-Ring. Ja, das müsst ihr dort alles rausholen. Wenn das nicht raus möchte, kann es auch sein, dass mal jemand was davon vergessen hat. Dazu also die kleine kräftige Taschenlampe einfach mal reinleuchten und schauen, ist denn alles draußen. Ja, damit geht es schon weiter oben unter dem Unterdruckdeckel. Hier oben gibt es jetzt wieder 1, 2 Kreuzschlitzschrauben. Die löst ihr bitte und schraubt sie ganz heraus. Und währenddessen, ihr seht das hier bei mir, haltet ihr bitte den Deckel mit einem Finger oder mit dem Daumen fest, denn hier drunter gibt es eine Feder, die den Schieber wieder nach unten in Position bringt. Also Schrauben heraus. So, und dann könnt ihr den Deckel hier vorsichtig nach oben abnehmen. Und darunter seht ihr die Feder. Ich lege den Deckel mal hin. Diese Nase ist hier dazu da, um die Feder in Position zu halten, ja, dass die sich hier nicht seitlich wegbewegt. Und die Feder steckt hier einfach nur drin. Die könnt ihr also herausnehmen. Und jetzt könnt ihr den Schieber hier rausholen. Ich greife hier also auf der Luftfilterseite rein und hebe den hoch. Das ist übrigens gewollt so, tatsächlich. Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier diese kleine Nase mit diesem O-Ring hier herausschaut. Ich gehe davon aus, dass die gleiche Membran also auch in anderen Vergasern verbaut wird und dass man das einfach so gelassen hat. Denn hier drunter ist tatsächlich eine kleine Nut dafür. Ja? Das soll also so sein. Das ist korrekt so. Ihr nehmt jetzt den Schieber raus und prüft bitte die Membran. Ihr könnt die also gegens Licht halten, schauen, dass die keine Risse oder Löcher hat. Und wir entfernen jetzt noch die Teillastnadel. Das ist diese, die steckt hier unten im Schieber. Und wenn ihr da reinschaut, seht ihr da zwei Kreuzschlitzschrauben. Die werden jetzt gelöst und herausgeschraubt. Damit ist ein kleines Sicherungsblech befestigt. Zeige ich euch. So, die erste. Und die zweite. So, und jetzt brauchen wir hier die kleine Spitzzange. Jetzt hole ich hier dieses kleine Blech heraus. Das ist dieses. Und dann haben wir hier drinnen noch eine kleine Feder. Diese. Und jetzt könnt ihr hier schon vorsichtig unten von unten her die Teillastnadel hier hochschieben. So, da haben wir die Teillastnadel und ganz wichtig hier oben auf der Teillastnadel oberhalb vom Clip, zeige ich euch gleich, nehme die Finger gleich weg, liegt hier noch so eine Scheibe und diese Scheibe sorgt dafür, dass sozusagen mit der Scheibe und dieser kleinen Feder, ja, die hier drauf drückt, über dieses kleine Sicherungsblech, dieses dort. Darüber wird dann sozusagen die Teillastnadel im Schieber in Position gehalten. So, und dann haben wir jetzt hier nur noch letzte Handlung. Wenn ihr dort mal bitte reinschaut, da seht ihr noch so ein kleines glänzendes Bauteil dort in der Mitte. Das ist der Zerstäuberkopf vom Düsenstock der Hauptdüse. Den schiebe ich jetzt hier ganz vorsichtig nach unten durch. Zack, da ist er. Und der hat zwei Seiten, das gibt es hier zu beachten.
einmal so eine, Moment, ich versuche es mal ein bisschen so, einmal so eine etwas offenere Seite. Das ist die Seite, in die die Nadel eintaucht. Und diese etwas geschlossenere Seite, das ist die Seite, von der aus der Düsenstock dann hier dran sitzt. So, damit sind wir durch und haben den Vergaser komplett zerlegt. Jetzt kann er also so ins Ultraschallbad. Ihr könnt die Teile besorgen währenddessen. Wie gesagt, die findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen oder Probleme gibt, dann scheu dich nicht. Hau in die Tasten, schreib gerne eine Mail oder einen Kommentar. Freuen wir uns immer drüber. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Projekt, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.